So, und willkommen zurück zu Let's Play. Legend of Legaia, so hieß es. Wir sind hier in Schloss Drake, nachdem wir letztes Mal aufgebrochen sind von zu Hause. Im Auge des Hero liegt ein Ausdruck von Trauer. Traurigkeit. Fahren. Schau ihn genau an. Dieser Mensch ist von einem Zero besessen. Ich habe diesen Menschen in der Seele gesehen. So wie ich zu deiner Seele sprach. Doch ein zu starker Zero beherrscht den Geist dieses Menschen. Ich verstand nichts. Dieser Mensch werden erst wieder normal, wenn der Nebel vertrieben ist. Die Arme Zeros liegt in ausdrücklichem Traum. Also den Schrank im Sommeraufgangsschlüssel, ja, natürlich nehmen wir den. Fahren nach dem Sommeraufgangsschlüssel, ja. Wir wollen natürlich den Leuten nichts tun. Gibt hier auch immer was? Gucken wir mal. Die Arme Zeros liegen auf, ja. Die sind alle quasi besessen. Okay. Fahren, steckt den Sonnenaufgangsschlüssel ins Schloss. Ja, dann wollen wir mal gucken. Was wird uns hier erwarten? Ich hoffe, irgendwo mal einen Speicherpunkt. Hehe. Beginnen. Angriff. Machen wir erstmal Skelett fertig. What the? Eine neue Kunst. Geil. Darf ich zurückschlagen? So, und ich glaube, ich muss immer den Zero als letztes haben, ne? Befehl. Ich will deine Feuerfähigkeit haben. Gib mir deine Feuerfähigkeit. Yeah. Sehr schön. Damit haben wir unsere erste Fähigkeit gelernt. Nur so wie ich das vorhatte. Hihi. Nö, nee, da kann man nicht lang. Obwohl, haha, hier kann man wohl lang. Den Schrank Blitzschlüssel, ja, nehmen wir natürlich mit. Warum nicht, ne? Also ich denke mal, man sieht das, wenn da was rumfliegt. Oh. Ich frage mich, ob man jetzt... Okay. Also ich könnte auch mal Magie einsetzen. Haben wir ja auch noch nie gesehen. Wollen wir auch einmal sehen, ne?
irgendwie auch mal ein bisschen leveln. Gimrat. What? What the hell? Wie geil. Oh cool, wieder was Neues. Ich sag ja einfach manchmal rum experimentieren. Dann finden wir auch neue Fähigkeiten, die wir auch gut verwenden können, ne? Kein Level up. Das war schwach. Das war schwach. Oh. Ah, ich glaube, wir kommen auf die andere Seite, ne? Wow. Heilblatt. Natürlich nehmen wir das Heilblatt mit. Ja. Wie weit geht das noch nach oben? Erpilgeist. Ich sag ja, ich will jetzt alles mögliche ausprobieren, um... Aha, also unten macht man eben keinen Sinn, weil er schwebt. What the? Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Was probieren wir mal? Nein, nein, nein. Ich sag ja, ich probiere jetzt alle Fichten. Boah, das Vieh macht Schaden. Hatten wir das schon mal? Keine Ahnung, einfach ausprobieren. Ich hoffe, der gibt gute Erfahrungspunkte. Ja, cool, eine neue Kunst. Na toll, den der natürlich abwehrt. Also, bei denen macht mehr Sinn... sowas. Zauberkraft. Ah, da kann man gut abwehren. Beginnen. Angriff. Befehl. Befehl. Meint ihr, das bringt was? Oder noch mal was aus? Ja, jetzt Frage, was probiere ich aus? Ich probiere jetzt hier mal ein paar Sachen aus. Obwohl, ah ne, unten bringt nichts. Unten bringt ja nichts. Nee. Mal ausprobieren. Ja, oh, oh, oh,
wie der doch all meine Waffen abwehrt. Ich sehe gar keinen anderen Sinn. So. Cool, Level erhöht. Nimm mein Level ab. Ich hätte mindestens mal ein paar Erfahrungspunkte verlangt. Ein bisschen mehr verlangt. Super, jetzt kann ich auch nicht mal mehr. Magie. Ich brauche 10. Ich hoffe, ich komme vorher noch einen Speicherpunkt. Hohoho. Regal. Ein Buch im Regal trägt den Titel Geografie des Reiches Drake. Willst du es lesen? Ja, ich kriege mir was Interessantes raus. Küche Drake ist ein entlegene Halbinsel im Bergen von Tälern von Süden von Ligaia. Unter König Drake herrscht Frieden und großer Wohlstand. Besucher des Schloss Drake sollten den Burg Rikura besteigen. Gehe vom Schloss Drake aus nach Norden und dort liegt der Berg. Der Genesisbaum auf dem Gipfel sollte schon die Zeit der Götter über dem Menschen wachen. Fahren klappt das Buch zu. Ha ha ha. Ja, ich laufe jetzt mal. Ich zeige euch mal, wie es aussieht. Konnte nicht fliehen, weil wenn die... Ach, wisst ihr was? Wir kämpfen. Moment, ich habe eine Kombination. Unten, links, unten, links. Ich meine, irgendwie so eine Kombination kann ich mich noch von früher erinnern. Oder auch nicht. Ja, einfach nur, weil Zauberkraft besser funktioniert. Mehr Kombis, mehr Abwehr. Einfach mal ausprobieren. Manchmal muss man auch so Vierertasten ausprobieren, damit das auch was rauskommt. Ha. Weil solche Kombinationen gibt es auch meistens. What the hell? Hatte ich mich nicht gerade geheilt? Oder bin ich wieder im gelben Bereich? Nö. An sich nicht. Ah, hier wieder was. Schrank, Sternschlüssel. Ja. Steht
ich einfach mal neben der geht auf, gibt's hier auch was? Ha! Tagebuch fürs Lesen, ja warum nicht? Erdumar, Tag 2. Bald ist das Erntefest. Ich freue mich schon. Herr König Weg wird besorgt. Immer Tag 4. Ein Bote aus dem Norden sagte, Nebel habe ich Jeremy angehört. König Drake ist blass. In unserem Tag 4 im Tal des Nordosten wird ein seltsames Gebäude errichtet. Einer von König Drake ersandten Speertrupp kehrt nicht zurück. Tag 7. Verhängung einer Ausgangssperre. Die Gelehrten des Königs untersuchen den Nebel. Ich hoffe, sie finden eine Lösung, damit mein geliebter König von seiner Qual befreit wird. Tag 10. Der Nebel hat Kikar Drake erreicht. Er bedeckt die östliche Ebene. Vom Wachturm aus scheint es, als ob sich der Nebel vom Gebäude im Tal ausbreitet. Tag 13. Vom König Drake verbietet die Verwendung des Zeru. Das Erntefest wird abgesagt. Verständlich, wenn man bedenkt, wie sich der Nebel auf die Zeru auswirkt. Tag 14. Ich kann dem Befehl des Königs nicht glauben. Doch müssen wir gehorchen. Alle Diener König Drake ist gehorsam meine Pflicht. Der Rest ist verwischt und unlesbar. Fahren wir das Tagebuch zurück. Oh, Truhe. Überlebensmesser. Okay. Das ist ein besseres Messer. Ja, super. Was bringt mir das? Gar nichts. Warum habe ich mir das Messer jetzt geholt? Finde ich das... Naja, egal. Das war fast. Nein. Bei den... So sieht aus, wenn man übrigens wegläuft. Auf die Geister habe ich keinen Bock, weil die macht ja kaum Schaden, ey. Ernsthaft, ich komme in die Truhe nicht ran. Magisches Blatt. Ja, gegen euch kämpfe ich noch. Zauberkraft. Beginnen. Aua. Befehle. Mal gucken, was auf was ist. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber das ist wirklich besser, so kriege ich viel schneller am Arsch. Der wird einfach ab, der Arsch. Ah, Feuer haben wir ja. Haben wir ja schon, also von daher bringt uns das auch nichts. Geht dann mein Level ab wieder? Nö, warum denn auch? Ich habe kein Level ab verdient. Oh, ist das ein Fass? Auf jeden Fall kann ich es nicht öffnen. Ach, du nervst. Ja,
Mal gucken, ob ich vielleicht was mit Zauberkraft. Geile Kombination im Preis halte. Ich weiß nicht, ob es auch würde. Ah, okay, es bringt auch was. Ob es nochmal unten oben auch gibt. Cool. Das ist ein schneller Tod für den Geist. Gut zu wissen. Sag ja, man muss ja auch wirklich ausprobieren. Es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten. 10 Millionen, glaube ich. Ja, okay, 10 Millionen ist übertrieben. Aber viele. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht. Da werden wir im nächsten Part von Legend of the Gaia erfahren. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.